Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gunner. Wir schauen uns jetzt den Audi R8 RSR an. Version 1.0. Das Ganze kommt von Sheriff Robert Modson Lazy. Gibt es wie immer leider nur für PC und Mac. Einmal zu finden unter Modson DLCs und dann Audi R8 und oder unter Fahrzeuge und dann PKWs bzw. Autos. Tja, hier haben wir das gute Stück Audi R8. Wir haben 500 Euro Unterhaltskosten ab Dach, 620 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 8 Liter Benzin, 330 km Max-Speed, 6,7 Tonnen. Naja, nicht wirklich, aber ne. 220.000 Klatten der Anschaffung, 11.220 im Leasing. Euch stehen mit Design, Anhängerkupplung, Reifenvariante, Hauptfarbe, Interieurcolorfarbe 1 und 2, Felgenfarbe und Kennzeichen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Config-Blöcke zur Verfügung. Design gibt es einmal Standard und dann noch irgendwas mit Fumuri, je nachdem, was es auch immer bedeutet. Ihr seht aber allerdings, da haben wir hier hinten noch so eine Art, naja, Scheibentönung mit dabei. Ne? Und hier vorne so ein bisschen, ganz nett. Design 2 haben wir Body als Carbon oder halt als Paint, ne? Falls euch das Carbon in dem Falle gar nicht zusagt. Dann haben wir Design 3, Spoiler und ohne Spoiler, gibt aber leider auch nur einen. Dann haben wir mit oder ohne Anhängerkupplung. Klar. Reifenvariante sind wieder die Felgenvarianten. Da gibt es wieder eine Menge zur Auswahl. Standard, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, also sollte auch für jeden was dabei sein. Farben stehen euch 3 Millionen zur Verfügung. Von matt bis perl bis, ach, habt ihr nicht gesehen, das ist alle, also sollte für jeden was mit dabei sein, definitiv, also von daher, das passt. Interieurcolorfarbe Nummer 1 ist einmal das hier. Interieurcolorfarbe Nummer 2 sind dann die Elemente. Und Felgenfarbe ist Felgenfarbe und Kennzeichen ist Kennzeichen, selbsterklärend. Gut, schauen wir uns das gute Stück an. Ich habe das hier mal so in diesen Grau gehalten. Ja, wir haben hier im Endeffekt einen Audi R8. In einer aufgepimpteren Variante, also mit Bodykit, ist glaube ich dieses SPR. Den kennt ihr auch schon, den gab es auch schon im Vorgänger. Da hat sich jetzt generell so viel auch gar nicht dran geändert. Wir haben hier normale Straßenreifen mit drauf. Ja, alle so ein bisschen schick, ein bisschen schön, ein bisschen teuer. Vorne Fahrtleuchten und der Blinker mit dazu. Hier die Audi-Ringe. Wir haben überall Kollisionen, wie ihr seht. Wir glitschen also dementsprechend auch nirgendwo durch. Gegenüberliegende Seite das gleiche in grün, Tankdeckel, der riesen Spoiler, sofern ausgewählt, hinten Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten, Kennzeichen, hier hinten die vier Endrohre und hier nochmal das R8 Emblem. Jo, ansonsten der Innenbereich sieht soweit auch wie im Vorgänger aus, da hat sich jetzt in dem Fall auch nichts dran geändert. Wir haben jetzt hier standardgemäß schwarz-rot, ne, beziehungsweise schwarz mit roten Nähten, das sieht immer sehr edel aus. R8 steht mit drauf, Automatikding vorne, Display nur noch. Ja, Rückspiegel, Seitenspiegel links, rechts, die sind soweit alle in ihrer Form. Ansonsten sieht das hier drinnen soweit auch Tobi aus, da hat sich nichts verändert und sah, wie gesagt, auch schon im Vorgänger gut aus. Also von daher kann man texturtechnisch gesehen da auch gar nichts anmerken. Ja, hören wir uns mal einen Sound an, ne? Ja, da haben wir ja mal einen wirklich schönen Sound, ne, der auch ein bisschen, naja, sagen wir mal, die Leistung wiedergibt. Ne. Ist zwar jetzt nicht so übertrieben laut, was gut ist, wohl bemerkt, ne, also ich mag ja diese übertriebenen lauten Dinger gar nicht, aber ihr hört, wenn wir hier Gas geben, wir haben auch gerne mal Fehlzündungen mit dabei und man hört, wie das DSG-Getriebe, sofern es eins ist, dementsprechend auch durchschaltet, also von daher, ja, das ist doch eigentlich schon mal ganz nett, also gefällt mir. Thema Funktionalität, da müssen wir auch mal kurz schon mal hier aufmachen. Ihr seht, beide Hände sind am Lenker, mit dem Beinchen hier wird gearbeitet. Die Pedale sind soweit auch alle hier schön mit animiert, das passt soweit. Also da ran gibt es auch nichts auszusetzen. Ansonsten haben wir hier vorne Animation mit dabei. Ihr seht, das ist soweit mit dem LS-Tacho auch abgestimmt.
Na, auch immer, wenn man ein bisschen hier durchschaltet, ne, geht der Zeiger immer mal ein bisschen zurück. Also auch das ist in dem Fall hier mit animiert. Schöne Sache. Ja, Spiegel funktionieren, wie gesagt, soweit. Klar, nach hinten raus kann man jetzt nicht wirklich schauen, aber die Spiegel links und rechts, die funktionieren so ohne Probleme. Ja, ansonsten hinten Bremslichter und Co., ne, das seht ihr, passt auch. Wir gehen einmal hier in die Nacht mit rein. Ihr seht erstmal, Tagfahrlicht ist jetzt in dem Falle hier nicht mit dabei. Wenn ich einmal F drücke, haben wir dann so eine Art Tagfahrlicht, ne? Dann haben wir hinten aber die ganze Zeit die Bremslichter und hier die Kennzeichenbeleuchtung mit an. Ja, dann haben wir normales Fahrtlicht und dann haben wir noch das Aufblendlicht. Können wir separat mit Numpad 5 aktivieren, deaktivieren. Numpad 6 ist dann generell hier nur das normale Fahrtlicht, was ihr dann auch so schalten könnt, dass ihr zum Beispiel halt nur dieses, sagen wir mal, Art Tagfahrlicht habt. Ansonsten haben wir hier drinnen noch ein paar Beleuchtungselemente, das ist ganz nett. Ihr seht auch hier normal und Aufblendlicht haben wir hier vorne als Icon mit dabei. Ansonsten Blinker und Co. funktioniert hier drinnen soweit auch. Thema Blinker, ihr seht, wir haben da einmal Lauflicht hier mit drinnen. Einmal hier nach links, einmal hier oben in den Spiegeln als Lauflicht, einmal hier vorne. Das funktioniert auch hier alles ohne Probleme. Genauso wie hier hinten, wie gesagt, Kennzeichenbeleuchtung ist auch mit dabei. Ansonsten haben wir hier, wenn ich das Licht anschalte, ihr seht, das klappt soweit alles ohne Probleme. Das Tagfahrlicht geht in dem Fall nicht aus, weil die Blinker hier nach unten geschaltet sind. Aber ja, das sieht soweit alles schick schön aus. Hube ist so eine Standardhube, die ihr bereits auch schon so kennt. Also in dem Falle nichts Besonderes. So, machen wir einmal kurz hier zeittechnisch ein bisschen vor, dass wir den Regen wieder weg haben. Vielen Dank dafür. Irgendwelche Spielereien dazu? Ja, also mit der Taste X könnt ihr beide Türen öffnen und schließen. Klarer Fall. Linke Maustaste nach oben, nach unten. Ihr kennt das Spiel mittlerweile bei Sheriff Roberts und hier Radsturz einstellen und die Räder etwas weiter nach außen oder nach innen. Das übliche halt. 330 km/h Max Speed ist in dem Fall auch mit dabei, ohne Frage. Bis er darauf kommt, dauert es allerdings ein bisschen, aber erreichbar ist es. Ihr könnt mit der Taste N noch die Abdeckung öffnen, das ist allerdings nur, man sieht es ein bisschen schwer hier, dass ihr die Fenster auf und zu machen könnt, dann verließen sie ihn aber auch schon wieder. Also die üblichen Sheriff Roberts Funktionen, sage ich immer mal wieder. Ja, wenn wir uns das Ganze dann einmal hier im Log anschauen, seht ihr, das ist soweit sauber. Wie ihr reden, muss ich gerade nochmal gucken in meinen tollen Notizen hier, Pi mal Daumen von 40 MB, könnt ihr in dem Falle also auch nichts falsch machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.